In der sechsten Entscheidungsshow musste kein Tanzpaar, Let's Dance, verlassen. Dafür wurde eine neue Regel eingeführt. In der sechsten Entscheidungsshow stand bei Let's Dance der gefürchtete Partnertausch an. Die etablierten Tanzpaare waren in der Woche zuvor bunt durcheinander gewirbelt worden und traten in folgenden Konstellationen an: Toni Bauer und Martha Arndt, Sophia Thiel und Valentin Lusin, Bijon Katilatu und Malika Tschumev. Detlef Soest und Katrin Menzinger, Ann-Kathrin Bendixen und Vadim Gabusov, Lulu Lewe und Alexandru Ionel, Jana Vosnitzer und Massimo Sinato, Mark Keller und Ekaterina Leonova, Gabriel Kelly und Anastasia Stan. Let's Dance. Wer ist raus? Niemand. Bis zuletzt ließ RTL die Zuschauer im Unklaren darüber, ob ein Promi Let's Dance in der Partnertauschfolge verlassen muss. Die erlösende Antwort gab es gleich zu Beginn von Show von Moderator Daniel Hartwig. Wegen des erhöhten Schwierigkeitsgrad kommen alle Paare eine Runde weiter. Let's Dance. So lief der Partnertausch besonders gut lief der Partnertausch für Detlef Soest, der mit Katrin Menzinger für einen sehr modernen Wiener Walzer dreimal die Neunerkelle sah. Auch Mark Keller hatte allen Grund zur Freude. Laut Chefjuror Joachim Jambi war der Paso Doble mit Tauschpartnerin Ekaterina Leonova sein bester Tanz auf dem RTL-Parkett bisher. Der Schauspieler freute sich riesig über 25 Punkte. Let's Dance, Bonuspunkt und neue Regel für den besten Promi des Abends, gibt es allerdings einen Jury-Bonuspunkt für die kommende Woche zu gewinnen. Doch das ist noch nicht alles. Alle Anrufe und Jurypunkte aus Show 6 werden am 19. April mit den Ergebnissen von Show 7 zusammengezählt. Das gab es noch nie, stellte Viktoria Swarovski fest. Let's Dance. Doppelrauswurf in Show 7, weil in der Partnertauschfolge kein Paar die Show verlassen musste, werden in Show 7 Uhr morgens kommenden Freitag, 19. April gleich zwei Promis ausscheiden. Let's Dance. Der Punktestand nach Show 6: Toni Bauer 24 Punkte für den Jive Sophia Thiel, 23 Punkte für den langsamen Walzer Bijon Katilatu, 18 Punkte für den Quickstep Detlef Soest, 27 Punkte für den Wiener Walzer Ann-Kathrin Bendixen, 14 Punkte für den Cha-Cha-Cha Lulu Lewe, 20 Punkte für den Slowfox Jana Vosnitzer, 23 Punkte für die Samba Mark Keller, 25 Punkte für den Paso Doble Gabriel Kelly, 23 Punkte für den Slowfox.